Wir sind doch rechts rum gegangen. Hier ist Endstation. Wie, hier ist nichts mehr. Die ganze Scheißhausstrecke für eine Puppe. Ich dreh durch. Was? Hä, aber wo sind denn alle? Ja, Questgeber, sag ich mal. Wo ist denn alles? Das ist ja super verrückt hier. Hä? Okay. Das... Ach, es geht ja doch ganz nach unten. Ich habe das vorhin nicht gesehen. Ich dachte, das wäre bodenlos auch. Wer bist du? Das ist ja Rocky. Hey, was, wenn du mir fünf Gewichte bringst? Ja, klar. Easy. Denke ich. Oder auch nicht. Schlange! Frechheit! Ah, hier unten ist also alles. Okay, das ganze Klettern war wegen dem scheiß Männchen. Das hier ist Öl, schätze ich. Wo sind wir denn jetzt? Nee, das ist einfach nur... Doch, das ist Öl. Oder so. Ey, shit, wo sind die alle? Wo sind die Gewichte? Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall einen ganz neuen Bereich gefunden. Wissen wir Bescheid? Ey, what? Wo sind die Gewichte? Okay... Ja. Muss ich das schieben? Okay, auf Öl rutschen wir. Oh Gott, das bewegt sich. Mist, ich weiß nicht, wo die sind. Vielleicht war das sogar hier auch das letzte. Ich muss das nochmal gucken. Hä? Ach so, weil ich so ein bisschen auch mit halbem Auge in den Chat geschaut habe, dachte ich, das hier ist Rocky. So ein Schmarrn. Die sind so nervig alle. Okay, probieren wir es nochmal. Also, hier sehe ich sonst keine. Aha, hier drüben. Ach, da ist ja auch... Ah, Charlie Naseweiß. Hier seid ihr ja alle. Jetzt, Sir. Alles klar. Weißt du Bescheid. Okay, 3. Da vorne ist ja irgendwie 4. Ah ne, Schmarrn. Warte mal, hier. 3, jetzt da 4. Aber wo ist das 5. 19 Sekunden, ja. Hier ist irgendwie ein Flugzeug, womöglich ein Rennen. Okay, also 4. Jetzt wissen wir schon mal, wo 4 sind. Aber wo ist das 5? Das schaffen wir wieder nicht. Wo ist das 5? Okay. Ey, was ist jetzt? Achso. Mini-Stufe wieder. Na gut. Probieren wir es nochmal. Die sind jetzt echt weiter voneinander entfernt als gedacht. Da oben! Ich glaube, ich habe es gesehen. Oh ja. Oh, das ist ja frech. Jetzt ist da der Koffer im Weg. Jo, krass, geht ja gar nicht auf Zeit. Okay, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Wir müssen ja sowieso dann wieder zurück. Das war das Einzige hier, gell? Ja, ja. Ich glaube schon. 3. Ja, genau hier. 3, 4, 5. Und dann wieder zurück zu Rocky. Okay. Ja, das ist jetzt machbar. Okay, passt.
Das ist zeitlich easy drin. Komm. So. Fertig. Warte mal kurz. Lautstärke. Ach so, krass. Okay, gut. Dachte, ein bisschen geht vielleicht wieder. Oh nee, Chan! Weiter. Weiter geht's. Ich bin allergisch gegen Handeln. Gegen Muskeln. Ach, herrje. So, hätten wir das geschafft. Dann schauen wir mal da drüben. Erstmal, oh Gott, Schlange. Also, was haben wir denn jetzt hier Hässliches? Charlie Naseweiß? Stimmt, wir müssen ja sowieso noch irgendwie was Letztes. Die Schwebestiefel. Die müssen wir noch freischalten. Luftkissenstiefel. Mund. Oh, wie lustig. Hier kann ich reden, weil der Mund fehlt. Oh. Oh, die Idee. Schön, schön. Okay, dann müssen wir seinen Mund finden. Genau, das sind hier die Schwebestiefeles. Stiefeletten. Das heißt, das kann ich hier gar nicht nutzen, bevor wir nicht den Mund gefunden haben, ne? Ach, hier kann ich doch hoch. Oh ja, Batteriesaft, Gott sei Dank. Ja, ein bisschen kann ich hier klettern. Aha. Oh, ich weiß nicht, ob das so soll. Aha, okay, aber jetzt ist Schluss. Verstehe. Mhm. Ja. Wo ist der Mund? Wahrscheinlich ganz woanders. Hey Rex, was geht? Ah, okay, ja. Was ist denn... Kann ich die Türen eigentlich so anschießen auch? Oder... Schön wär's gewesen. Na gut. Hier kommen wir noch nicht wirklich weiter. So wie es aussieht. Okidoki, dann. Hier geht's vermutlich zurück, gell? Ja. Wo Specki und so ist. Okay, cool. Okay, nach anfänglichem Albtraum-Aussicht quasi, ist es ja dann doch ganz angenehm auch wieder gemacht, das Level. Nur halt sehr herausfordernd war Puppe Nummer 2 ganz, ganz, ganz oben, ne? Das war schon echt frech. Aber haben wir ja auch geschafft, First Try ohne komplett runterzufallen, passt. Und alles andere spielt sich ja dann quasi wieder hier unten ab oder so, oder auf nur leichten Ebenen. Ja, ist fair, schon wieder. So, hier... Ah, ja, guck mal. Hey, was, wenn du 5 Spielzeugpassagiere findest? Ja, ja, okay, klar. Das ist kein Rennen, das sind die Passagiere. Aber 2 haben wir halt erst, gell? Mhm. Da die doch kaum Geräusche machen. Das ist ein bisschen übel. Entschuldigung, hallo? Kann man da rein? Ja, und hier ist nichts. Warum ist hier nichts? Da hätte ich jetzt ein Püppchen versteckt, gell? Aua. So eine richtig süße Lady hätte ich in der Rakete versteckt, ne? Sowas wie Dark oder so. Was? Kann ich die schieben? Also da steht doch eigentlich, dass ich die schieben soll. Aber irgendwie geht das nicht. Hä? Hä? Jetzt doch, nach 3000 Mal versuchen. Alles klar. Mhm. Wow. Das bringt mir was genau? Dachte, ich kann das als Gewicht nehmen oder so, oder keine Ahnung, aber ich glaube...
Muss einfach nur schnell rennen. Jawohl, ganz schnell. Ach so, oder auch nicht. Hä? Da oben ist der Mund, okay. Ah, ja. Ach so. Mhm. Warten einfach mal, bis das ganz unten ist, so. Aufhört zu wippen. Einfach eine riesige Rakete, gell? Das ist super lustig. So, und dann... Und dann nämlich rüber hier. Oder so. So ist auch gut. Ich weiß nicht, ob ich hier die 5 Passagiere finden tue. Ich glaube nicht. Ops, drops. Oida, das war aber hier knapp. Aha. Rote Erdbeerlippen. Habe ich gefunden. Nicht dein Ernst. Mensch, Spaß. Hä? Was war das jetzt? Erzähl mal. Was sollte dies? Hä? Das ist nervig. Da ist bestimmt wieder so ein Scheißhaus-Püppchen-Männchen. Passagier. Püppchen-Männchen-Passagier. Naja, wenn man nicht wartet, bis das nicht sich ganz aufgebumst hat, die Wippe, dann ist hier irgendwie Schicht im Schacht. Ich bin immer wieder begeistert von der N64-Physik, gell? Bin ich echt immer wieder beeindruckt. Sieht man auf der PlayStation 1 schon weniger. Muss man sagen. So, jetzt, was ist das jetzt, Bass? Geh doch einfach da hoch. Oder nicht? Also eigentlich ist das machbar, Bass. Hey, warum? Warum? Weißt, das ist es wieder. Warum funktioniert das jetzt schon wieder nicht? Hä? Das ist jetzt super nervig wieder. Es ist so Trial and Error, weil einfach Bass wieder keinen Bock hat. Oder halt das Spiel so. Das ist halt wieder nervig. Ja, was ist denn jetzt lustig? Mumoki! Was wird da gespielt? Was ist da? Was ist da los? Das ist ganz schön gemein. Wieder runtergeplumpst. Ja! Das... Ich kann da nichts dafür. Nimm die Stange. Na gut, dann nicht. Ey, du musst da hin. Aber das Spiel hat keinen Bock. Jetzt hat's Bock. Jetzt hat's Böcke gehabt. Vorsicht. Och nee, das ist doch wieder alles Mumpitz ekelhaft. Ey, die Schlange hat keine Ahnung, das ist ja super lustig. Ich will das nicht. Oh Mann, ich habe ja gar keinen Bock drauf. Oh nee, das ist jetzt einfach nur so ein random Shit. Das ist einfach nur random rumklettern jetzt. Als ob da hinten ein Püppchen ist. Was? Ey, sie machen halt wirklich keine Geräusche. Das ist ja super scheiße jetzt. Wie soll ich denn alle 5 finden? Weiß ich nicht, ob ich Bock drauf habe. Entweder, also wir machen es halt so, entweder wir finden sie, wenn nicht, dann nicht. Also ich gehe jetzt nicht extra auf Suche. Wenn ich sie sehe, cool, wenn nicht, dann halt nicht. Weil das ist mir, glaube ich, echt ein bisschen zu blöd, wenn man sie gar nicht hört und so. Und halt sie auch nicht immer gerendert werden, weil, ist so. Jetzt hat er sich wieder nicht festgehalten. Also wenn wir sie sehen, passt, wenn ich nicht. Wer sucht der Pfiffchen? Wer sucht der Pfiffchen? Das ist ja super süß. Wer sucht der Pfiffchen? Mag nein, dass wir sie sehen. Mal sehen. Oh Mann. Wer sucht der Pfiffchen? Voll gut. Okay. Super chillige Musik. Oh, Mieze-Motz! Ich Fischarsch!
Der soll sich festhalten. Jetzt haltet euch mal fest, echt. Das ist ja voll spannend. Das gibt's doch nicht, physikalische Inkorrektheiten. Nintendo 64. Das N steht für nicht festhalten. An Kanten. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Das ist doch hier wieder ein Bumsauftrag. Wahrscheinlich erwartet uns ganz oben auf der Rakete ein Gegner. Es gibt ja in jedem Level irgendeinen Miniboss. Unfassbar, ganz genau. Oder auch... Unglaublich! So, gut, Bass. Also, versuchen wir es nochmal, oder? Wie oder was? Hä? Hup? Mann, echt? Hier entsteht Ziegenkäse unter meinen Achseln vor lauter Spannung. Ja. So. Gut. Gut, jetzt sind wir hier. Wie soll ich zu dieser Turbine hin? Ich verstehe dies nicht. Soll ich Stangentanz machen? Wie soll ich Püppchen holen? Das weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Mal angenommen. Okay, ja, so geht's. Mit ein wenig Stöhnpower. Gut. Und jetzt soll ich darüber, wa? Aldi-Salat. Gut. Wieso? 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 Wie Senior? Wieso, wieso? 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 Ei. Na gut. Das ist hier gar nicht so einfach. Das ist hier gar nicht so einfach. Wie sollen wir da hochkommen? Lol. So, weiter geht's. Ich bin aber halt jetzt auch ein bisschen verbissen in die Geschichte, gell? Ich möchte dies irgendwie schaffen. Ziegen! Ja. Ziegenäuter. Wenn er sich halt festhalten würde, Mensch. Mit seinen kleinen Plastikgriffeln.